Hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Food Haul. Und was ihr seht und was euch erwartet, schaut einfach rein. Und ja, wir essen auch ungesunde Sachen. Und ja, ich habe auch nicht nur Food dabei, aber was? Seht selbst. Viel Spaß! So, ihr Lieben, ich habe euch mal ein bisschen was rausgemacht aus dem Kühlschrank. Passt ganz gut, ich muss den Kühlschrank aufräumen. Und zwar habe ich geholt zweimal diesen Leckergarten mit Butter und Rapsöl, das ist der gesalzene. Ich war im Penny, Lidl, Aldi, Normal, genau. Dann habe ich zweimal die Veggie-Falafel wieder mit. Leute, die müsst ihr mal echt probieren, die sind so lecker. Die in dem Fladenbrot. Knoblauchsoße drüber, ein bisschen Tomate, Salat, Gurken. Ihr wollt nie wieder was anderes. Und die halt natürlich vorher angebraten oder frisch vom Grill. Lecker, lecker, lecker. Ja, dann habe ich einmal Almette pur mitgenommen mit Schalotte und Petersilie. Der ist neu, den habe ich noch nicht probiert, auf den bin ich mal gespannt. Dann zweimal Emmentaler Stücke. Dann zweimal diese Cool Snacks. Da habe ich nur noch eins davon. Weil, wie gesagt, der Food Haul ist schon ein bisschen her. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen zum Abdrehen. Ja. Dann einmal Tomatenpesto von Almette. Die waren übrigens im Angebot, deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann habe ich für mich eigentlich mitgenommen. Ja, ich hatte da zwei Pakete davon. Diese Kalis leckere Apfeloase. Ich muss mal kurz die Kamera in die andere Hand nehmen. Ja, das ist jetzt Apfelbanane. Da hatte ich noch Erdbeer. Das hat leider meine Tochter schon aufgefuttert. Ja, genau. So viel dann dazu, das habe ich mir mitgenommen. Ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen verräumen, damit wir hier wieder Platz haben. So, dann habe ich einmal geholt diesen Allgäuer Emmentaler, 30% reduziert, von 1,29 auf 90 Cent. Genau. Dann einmal den vegetarischen Aufschnitt vom Norma. Dann dreimal den Käseaufschnitt. Den kennt ihr mittlerweile, den hole ich immer, egal wo. So, dann habe ich einmal geholt für meinen Mann diese Ravioli Bolognese in 5 Minuten zubereitet. Da er ja die Woche Spätschicht hat, kann er sich die mitnehmen. Da habe ich noch Cannelloni in Tomatensauce mit, gefüllt mit Spinat und Ricotta. Die habe ich schon gegessen, die sind schon weg. Jo. Dann dreimal Mozzarella Light für meinen Mozzarella Tomaten Avocado-Salat, ne Andrea? Dann zweimal wieder das Frischkäsefass, einmal die Cocktailsoße. Sorry, wenn es hier ein bisschen laut ist, aber wie gesagt, ich muss die Sache ein bisschen wegräumen. Dann einmal Körniger Frischkäse. Dann habe ich mir Sahnekäfir mit, das ist so mit Blaubeeren. Dann von Mövenpick Heidelberg Cassis. Ja, ihr seht, ich habe es mit Heidelbeeren. Dann habe ich diese Joghurt mit der Ecke Müller Haselnuss Roast mitgenommen. Das sind die, wo man sich dort die Müsli zusammen machen kann. Ich muss sagen, so gut wie sie in der Werbung aussehen und Werbung machen, schmecken sie eigentlich nicht, aber egal. Dann habe ich Delikates Pfefferschinken mitgenommen, der ist auch schon offen. Ja. Dann einmal von Milram diesen Müritzer Käse. Ja, ich und meine Ostsee, das ist eine ewige Liebe. Wenn ich schon nicht hinkomme, muss ich wenigstens den Käse von dort essen. Dann habe ich Grießdessert mitgenommen mit Kirsche. Das sind sonst so zwei Kammern. Normaler Grießpudding von Müller. Der ist jetzt nicht ganz so mein Fall, der schmeckt besser. Dann vom Landfein diesen Kräuterquark. Der ist auch schon halb gegessen, weil wir schon gegrillt haben. Dann mein vegetarischer Schinkenspicker. Auch runtergesetzt von 1,29 auf 90 Cent. Genau, dann
habe ich einmal Reibekäse Light mitgenommen. Der ist auch schon offen. Den hatte ich gestern für die Spaghetti. Dann zweimal 8er Mini Berner Würstchen. Das sind die mit dem Schinken außenrum. Da habe ich, wie gesagt, auch schon ein Paket leer, weil wir ja schon gegrillt haben und die isst meine Tochter unheimlich gern. Dann habe ich dreimal diese Salami mit Käsemandel geholt. Zweimal den Monte-Snack, das ist 9+1, weil der war im Angebot und ich muss euch sagen, der schmeckt gewöhnungsbedürftig. Die habe ich nicht gegessen, die haben sich mein Mann und meine Kids geteilt. Ich habe einen probiert, weil ich die eigentlich für mich geholt habe, weil ich ab und zu mal gern sowas esse, lieber wie eine Tafel Schokolade oder so irgendwas. Ja, und ich muss sagen, die schmecken mir überhaupt nicht. Dann einmal Curry Ketchup, dann meine Kokosnussstücke, da habe ich noch 2, 3, die habt ihr ja gesehen, die waren auch runtergesetzt. Dann ist hier nochmal Butter, genau. Dann habe ich hier eine Schinkenfleischwurst, da hat sich mein Mann schon ein Stück abgeschnitten, das ist eigentlich so ein ganzer Ring. Dann habe ich Salat geholt, einmal Feldsalatmix und einmal Blattsalat Eisbergmix. Der ist leer, wie ihr seht, habe ich extra aufgehoben. Den gab es gestern. Hier nochmal Falafel, das sind die, wo ich schon angefangen habe zu essen. Dann habe ich mir im Norman mitgenommen Gemüsetaler, das sind Gemüsereibekuchen, wie ganz normale Kartoffelrösti. Die schmecken echt lecker. Da so ein bisschen Kräutertipp dazu, gibt nichts Besseres, müsst ihr mal Ausschau halten. Ja, dann hat mein Mann in den Korb geschmissen, der war dabei, Delikatesse Aufschnittplatte, das sind so 4 verschiedene Sorten. Hat er gemeint, wenn er dann mal Spätschicht hat, kann er sich das mitnehmen. Genauso wie den Schweizer Wurstsalat mit Emmentaler, das war so ein 2er-Pack, das ist schon leer. Dann einmal die rheinische Schinkenwurst, dann das feine Käsebuffet, keine Ahnung, die haben sie im Aldi nicht mehr, keine Ahnung warum. Dann 4-mal Butter, das seht ihr jetzt den hier, das mache ich immer in die Dose und den Rest gefriere ich ein. Genau, dann hat mein Mann sich noch einmal Champignon-Leona mitgenommen, wie kann man sowas essen? Dann habe ich für die Kids diese Salamini mitgenommen. Mein Sohn wollte unbedingt normales Tomatenketchup. Dann müsst ihr mal Ausschau halten, im Aldi gibt es jetzt wieder diese Schinkenrollen gefüllt mit Frischkäse. Dann haben wir noch mit Kräuter und noch eine Packung, die haben die aber schon aufgegessen. Die gibt es in 3 verschiedenen Sorten, die sind auch nicht ganz günstig, aber die liebt die Familie. Ja. Dann habe ich mir mal wieder meinen Hummus geholt, den pikanten, den Rest kann man nicht essen. Dann noch, weil es im Angebot war, noch so ein Käsestück und zwar Benjamin, nennt sich der, junger Milde. Hier nochmal die Aufschnittplatte, die hatten wir eben schon. Dann habe ich für meinen Mann entdeckt, ich habe gedacht, die kann er sich vielleicht auf der Arbeit warm machen. Die gab es in 2 Varianten. Einmal Laugenbrötchen mit Weißwurst. Da war er nicht so ganz begeistert. Da habe ich jetzt mal die mit. Das kann man warm und kalt essen. Das ist so ein, ja, wie diese Beefy, wo es gibt im Teigwandel. So ist das jetzt hier. Berlin-Style Bockwurst gegart, vorgebraten mit Currysoße im Teigwandel. Kann man auch kalt essen. In der Mikrowelle oder im Ofen. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal hier weiter. Dann habe ich wieder einmal Kaffee geholt, genau, der war nämlich leer. Dann 2-mal Gurken, einmal mit Honig, einmal mit Kräutern verfeinert. Dann, wie ihr schon auf Instagram gesehen habt, mein Manfred, das Brot. Für meinen Hund 2-mal Döschen. Das hört er natürlich gleich. So, und ich würde sagen, ich räume das jetzt mal ein und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, ihr Lieben, weiter geht's. Und zwar habe ich 2-mal Eisschokolade gekauft. Ja, einfach weil ich Lust hatte drauf und weil es im Angebot war.
Dann einmal eine Pfefferminzschokolade. Dann einmal Schoketten Alpenmilch Haselnuss und einmal Black and White Oreo, weil es im Angebot war. Dann Frühstückseier, Überraschungseier, Sahne. Dann habe ich mir das hier mit, das ist Kokosnusswasser, 100% natürlich, da bin ich mal echt gespannt, wie das schmeckt. Das hatten die im Lidl im Angebot. Dann seht ihr da hinten wieder eine Nougat-Creme. Dann wieder Soße für Salatdressing. Dann habe ich mir 4 Smoothies mit. Die zeige ich euch aber nochmal direkt auf Instagram. Und zwar einmal den hier. Fruit Passion, Guanabana-Püree, Drachenfrucht, Banane, Passionfruit. Dann Orange, Karotte, Mango. Das ist der hier, der ist auch voll süß. Happy Mörchen Edition. Dann Apfel, Erdbeer, Kirschgeschmack. Das ist der hier, der nennt sich Funky Edition. Und einmal Traube, Gurke, Birne, Spinat. Der nennt sich Sunny Green Edition. Die gab es im Aldi für 85 Cent. Genau. Dann habe ich wieder einen gelben Nektar mit. Das ist der hier. Einmal für mich so ein Trinkjoghurt. Der ist echt lecker, das ist Mango. Dann habe ich im Norma das hier gefunden. Das ist Vanille-Schokoladenpudding. Fettarmer zum Trinken. Ja. Dann einmal, weil es im Angebot war, Netto Alpenfrische Vanillemilch. 1,8 gab es nur Vanille und Schoko. Genau. Dann einmal für meine Tomatensauce passierte Tomaten. Ja. 2 Eisbergsalat, einer schon gefuttert, 2 Gurken. 2 Karotten, 1 für uns und 1 für die Hasen. Dann meine Pflanzencreme zum Backen. Und dann war es hier noch so ein kleiner Grillmix. Da waren verschiedene Paprika, Tomaten und so weiter drin. Die habe ich geholt. Und rote Zwiebeln. Ja, und der Rest kommt jetzt gleich. So, ihr Lieben, ich habe da noch was vergessen. Und zwar habe ich einmal Frühlingsrolle mit Gemüse gekauft. Das sind so 2 große. Genau, dann 2 Edelsalami-Pizza und 1 diese Stadion-Pizza mit Currywurst. Genau, und dann habe ich 1 Chips geholt im Penny, 30% weniger Fett. 1 diese Tyrells Hand Cooking English Krispies mit Smoked Paprika. Dann Salzbrezeln. Dann hier 1 fix für Ofengouda, für Jägerspätzle, Paprika Rahmgeschnitzeltes. 1 wieder die Pizzettis, und zwar mit Grana Padano und Tomate. Und 1 wieder die mit Emmentaler. 2 Studentenfutter. 2 Erdnüsse pikant gewürzt. Und 1 Schoko Karamelltaler. Sieht so aus. Genau. Dann habe ich noch, wenn es schnell gehen muss, 1 Spaghetti mit Tomatensauce und 1 Tomatenmozzarella. 2 die Reiswaffeln. 1 Tomatenmark, dann Spaghetti und andere Nudeln. Und 1 die Quinoa-Chips. Die sind vegetarisch und vegan. Genau. Zeige ich euch aber noch mal auf Instagram. So, ihr Lieben, weiter geht's. Gefriermäßig habe ich nicht so viel diesmal geholt.
Und zwar habe ich Brotscheiben geholt, die habe ich jetzt schon eingefroren. Mein Hund randaliert gerade. Dann einmal ein Fladenbrot. Das habe ich noch übrig, das ist mit Peperoni und Zwiebeln fürs Grillen. Dann seht ihr unten noch Hähnchen-Mini-Steaks und Hackfleisch. Und da noch Pizza und Kräuterbaguette. Mehr habe ich nicht geholt, weil der Gefriertruhe noch genug Sachen waren. Ja. Dann habe ich einmal Kartoffeln geholt. Einmal von Solvita ein Orangennektar. Mein Mann hat sich eine ganze Packung Wolwig-Apfel geholt. Dann habe ich Lipton Tropical Sunrise Eistee geholt. Ein großes Päckchen Apfelschorle. Dann habe ich von Nestlé diesen Waldfrucht-Eistee zweimal geholt. Eins, zwei, drei Päckchen kleine Apfelsaftschorle. Nehmen die Kids mit in die Schule. Dann habe ich mir Cherry Cola geholt. Das ist eine Ausnahme. Dann einmal Multivitamin. Dann nochmal diesen Orangennektar. Dann einmal Gerolsteiner Limonade und zweimal Cola Mix. Genau. Und ich habe mir noch geholt einmal Karolinenwasser. Ja, das war das. Dann habe ich mir noch von Solvita diesen Orangensaft geholt. Und zwar habe ich in der Eisdiele, wo ich mit der lieben Andrea unterwegs war, was getrunken und gegessen, und das mache ich mir jetzt zu Hause nach. Zumindest versuche ich es. Dann habe ich eine Kiste Milch geholt. Hier im Rossmann die WC Frisch. Ja. Und im Aldi habe ich noch was entdeckt, das fand ich ganz süß. Das sind einmal so eine Sweetbox Vitaminzwerge. Da sind so kleine Zwerglein drin, guckt mal. Und einmal Sweetbox Cola Fläschchen. Voll süß. Auch die Aufmachung allein schon finde ich total goldig. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich. Ich muss euch mal wieder rumdrehen. Genau. Hallo, da seid ihr wieder. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich soweit nichts gekauft. Ich denke, der Food Haul ist auch lang genug. Das ist jetzt übrigens nicht von einem Tag, das waren insgesamt 5 Tage einkaufen. Und zwar von Ende August bis 3. oder 4. September, genau. Und ja, das ist auch nicht für eine Woche und auch nicht für 2 Wochen, sondern wir kaufen ja immer Vorrat ein. Außer das, was immer leer geht, wie Brot, Trinken und so weiter, genau. Ja. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich beende jetzt meinen Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und für alle, die draußen immer meinen, schreiben zu müssen, was, 32 Minuten, so lange? Und wie kannst du da so einen Rotz drehen und wer guckt sich das denn an? Ja, genau die, die solche Sachen dann schreiben. Ich sage immer, wenn es einem nicht gefällt, einfach abschalten. Aber irgendwie kommen immer wieder dieselben Sachen auf. Ja, und wem es gefällt, der kann einfach wieder sich auf den nächsten Food Haul freuen, weil ich werde sie definitiv immer weiter drehen, weil ich gucke das gerne und ich drehe sie auch gerne. Und solange es mir noch Spaß macht, werden die definitiv immer wieder auf meinem Kanal zu sehen sein. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt etwas Sonne. Ich werde es jetzt gleich mit meinem Hund draußen genießen. Vielleicht nehme ich euch dann noch ein bisschen mit. Ich bin jetzt gerade so in Drehlaune. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben,